haben ein Sand-Wasser-Gemisch. Dieses soll getrennt werden. Am einfachsten geht das Trennen über das sogenannte Filtrieren. Sie benutzen dazu einen sogenannten Rundfilter. Falten Sie diesen Rundfilter, so wie ich ihn jetzt hier einmal demonstriere. Sie können nun den Filter so leicht öffnen und in den Trichter setzen. Feuchten Sie den Trichter mit etwas destilliertem Wasser an, sodass er gut im Filter im Trichter sitzen bleibt. Gießen Sie nun Ihr Gemisch in den Filter und achten Sie darauf, dass der Filter nicht trocken läuft. Verwenden Sie notfalls destilliertes Wasser, um nicht gelöste Substanz überfüllen zu können. Achten Sie darauf, dass der Filter nicht trocken läuft. Mit der Zeit setzen sich die Poren des Filters zu, sodass die Tropfgeschwindigkeit reduziert wird. Wichtig bei der Filtration ist unter anderem, dass der Schenkel des Trichters nicht in die Flüssigkeit eintaucht, in das sogenannte Filtrat. Sie haben jetzt im Filter den sogenannten Filterkuchen. Sie können diesen für eine weitere Verarbeitung auf dem Filterpapier direkt trocknen lassen. Sie haben ein Öl-Wasser-Gemisch, welches getrennt werden soll. Am einfachsten geht dieses mit Hilfe eines Scheidetrichters. Füllen Sie das Öl-Wasser-Gemisch in den Scheidetrichter und verteilen Sie die Lösung schön gleichmäßig. Achten Sie darauf, dass der Hahn geschlossen ist. Setzen Sie den Scheidetrichter in ein Stativ mit Stativring und warten Sie darauf, dass sich die Phasen voneinander abgrenzen. Nach einiger Zeit erkennen Sie hier die zwei Phasen und die Phasengrenze. Entfernen Sie den Deckel zur besseren Belüftung und öffnen Sie den Hahn. Wenn Sie sich der Phasengrenze nähern, verringern Sie die Fließgeschwindigkeit. Schließen Sie den Hahn und wechseln Sie das Auffanggefäß. Fangen Sie die zweite Phase auf.